Immer du bist draußen, ich bin Zahn von Beißenheit. Herzlich willkommen zu einem neuen Visional. Heute haben wir wieder eine Premium-Box der Eintracht Frankfurt Team Collection 23-24 von Panini am Start. Sehr, sehr coole Kartenserie zur Eintracht Frankfurt, inklusive Männer und, also Herren und Frauen Team. Wir haben schon ein paar Boxen geöffnet. Schaut gerne auf unserem Kanal vorbei. Oben in die Infokarte packe ich euch mal ein paar Videos, beziehungsweise auch die Playlist mit allen Videos. Und ja, so sehen die Karten aus. Das ist eine der sehr, sehr geilen Karten, die wir bisher schon gezogen haben. Triple Auto, Chaby, Skiri und Dinei Bimbe. Aber es gibt auch solche wie Insights-Autogramm von William Pacho Rookie Auto zu 25. Und das sind die Base-Autogramme. Hier habe ich solche wie Nacho, Elias Baum, Medi Lune, Footcoy. Die haben wir im letzten Video gezogen. Kawas Santos, Buta und Smolcic. Das sind alle die zu 125, die versuche ich, möglichst viele von denen zu bekommen, vielleicht irgendwie das ganze Set voll zu machen. Das sind die, die ich bisher bekommen habe. Also mal schauen, ob wir davon heute noch einen ziehen. Heute hoffen wir aber natürlich auf ein sehr cooles Triple- oder Duo-Auto. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, Panini hat das nicht so offiziell kommuniziert, aber was ich bisher gesehen habe und was wir bisher geöffnet haben, ist immer ein Triple- oder Duo-Auto in so einer Premium-Box drin und dann noch zwei andere. Da hatten wir bisher zum Beispiel auch immer, wie hier diese Pacho, eine Inside-Autogramm drin, die sind zu 25 oder niedriger nummeriert. Also die Premium-Boxen versprechen schon einiges und ja, mal schauen, was uns heute erwartet. Ich hoffe auf eine One-of-One. Bisher haben wir, glaube ich, ein oder zwei Parallels zu 10 gezogen, aber noch keine One-of-One, also One-of-One wäre der Traum. Ja, ich hoffe es, aber schaut mal an, wie cool diese Boxen sind, wenn ich das hinbekomme. Wobei, ne, habe ich ganz vergessen, die sind nochmal zugeklebt. Sorry. Ich glaube, ich mache den Sticker lieber einfach ab. So, weil ich will die schön aufbekommen. So, ist der Sticker ab. Und jetzt können wir es nämlich sehr schön machen, weil ich euch zeigen wollte. So geil. Hier sind die Päckchen, die goldenen Päckchen. Hier ist das Eintracht-Logo auf goldenem Grund. Die Serie ist sehr, sehr geil. Ich freue mich schon. Also, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Ja, 10 Päckchen mit 10 Karten. 100 Karten, also insgesamt. Ja, sehr cool. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Wie gesagt, 3 Autogramme, 5 Parallels sollten wir, glaube ich, bekommen. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Ich hoffe, irgendwas niedrig nummeriertes. Gute Spieler, möglichst vom Herrenteam. Und ja, Umar Marmoush. William Pacho Rookie-Karte gleich mal. Sidney Rebiger, Chaibi, Wolter, Stina Johannes, Buta, Dunst, Kleinherne und Tuta. Also erstmal ein Base-Pack. Ich glaube, 2 Base-Packs sollten wir haben. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also 3 Autogramme, 5 Parallels macht 8 Stück. Bei 10 Päckchen 2. Base-Autogramm. Ich hoffe, das zweite ist irgendwie weiter unten, dann, beziehungsweise das letzte, dann kann ich das vielleicht für die Päckchen-Sammlung behalten. Ansonsten müssen wir natürlich alle öffnen. Dursun, wir haben auf jeden Fall eine Parallel drin. Marmoush, Gral und ich glaube eine Parallel zu 125. Base-Parallel, mal schauen, wer es ist. Es ist Ansgar Knauf, sehr nice. Spieler, den ich sehr, sehr mag. 49 von 125. Ansgar Knauf in Rot. Base. Parallel ist also die rote, ist unsere erste Parallel. Dann haben wir Kawas Santos, bei dem ich bin ich mal echt gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Ich habe ein paar Spiele von ihm in der zweiten Mannschaft gesehen gehabt und die waren sehr vielversprechend. Und ja, wer langsam muss man halt sich langsam Gedanken machen, wie es im Tor der Eintracht weitergeht. Die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich mit Kevin Trapp gewesen, aber der wird nicht jünger und irgendwann, ja, muss es halt den Wechsel im Tor geben. Mal schauen. Dann haben wir nur Footgirl Rookie Karte, Young Talents. Der geht jetzt zu Kräuter Fürth im Sommer. Mal schauen, wie er sich in der zweiten Bundesliga durchsetzen kann.
Und da haben wir die nächste Parallel, eine blaue Hugo Larsson. Oh, das ist eine geile Karte. Hugo Larsson, 45 von 49. Rookie-Karte mit der schwedischen Flagge im Hintergrund und dann der blauen Parallel. Passt natürlich super. Hugo Larsson, sehr, sehr starke Saison gespielt. Besonders in der Hinrunde, in der Rückrunde dann leicht auch mal angeschlagen gewesen. Aber ja, sehr, sehr nice. Ich hoffe, der kann nächstes Jahr so weitermachen. Und wird einfach nur noch besser, ist ja auch noch extrem jung. Und die meisten hätten, ja, ich glaube auch mit der Eintracht selber hätten jetzt nicht erwartet gehabt, dass er gleich in der ersten Saison so eine Rolle spielen würde und gleich Stammspieler wird. Und ich glaube, wir haben unser erstes Autogramm. Erstmal Simon Simoni, der nächste junge Torhüter im Eintracht-Team, auch in der zweiten Mannschaft viele Spiele gemacht. Wurde jetzt für die albanische Nationalmannschaft bei der EM nominiert. Sehr, sehr cool. Wird wahrscheinlich nächste Saison verliehen. Und was ist unser Autogramm? Ist Jella Veit, Rookie-Autogramm von der Frauenmannschaft. 27 von 49, also immerhin nicht zu 125. Aber ja, ich sammle eigentlich hauptsächlich die Männer-Autogramme. Jella Veit kann ich persönlich nicht so beurteilen, wie gut die ist. Auch wenn die Eintracht Frauen natürlich auch die eine oder andere richtig gute Spielerin mit dabei haben, Nationalspielerin und so weiter. Ja, ist sie nochmal. Jella Veit, junge Spielerin. Mal schauen. Aber ja, wie gesagt, kann ich nicht so viel zu sagen. Damit warten noch die beiden, ja, großen Autogramme. Oder zumindest das eine. Aber wie gesagt, bei unseren anderen Boxen hatten wir jeweils auch immer eine Insert Parallel drin, die zu 25 oder niedriger sind. Bahoya, von dem das Autogramm würde ich auch gerne haben. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein Base Parallel zu 49, nee, zu 99, sorry. Und zwar Lisanne Gräve, Rookie-Karte. Da bin ich mir gerade nicht sicher, da könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren helfen. Ist das die wir das letzte Mal zu 10 bekommen haben? Ich glaube nämlich eine von den Eintracht Frauen, auch Rookie-Karte, hatten wir zu 10 bekommen. Als Base Parallel und dann glaube ich auch nochmal zu 25 als Insert Autogramm. Ich glaube, das war sie. Kann ich den ganzen Rainbow jetzt machen. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich will das Base Pack ganz am Schluss haben. Young Talents Dario Gebur. Ich glaube, das ist unser Base Pack. Das ist das nächste Base Pack. Hugo GTG dabei, nice. Leider hat der kein Autogramm hier drin. Ich glaube, der kam einfach zu spät. Wurde ja am Deadline Day im Winterpause offiziell verpflichtet und ich glaube, die Autogramme und so weiter wurden ein bisschen vorher schon geholt von Panini. Jetzt haben wir Hasebe, Hugo Larsson nochmal als Base, beziehungsweise als unnummerierte Insert, Pacho Rookie, Praschnika. Und da haben wir die nächste Base. Ist das blau wieder? Ich weiß nicht, das ist eine komische Farbe. Ist das die nächste blaue? Ja, ist die nächste blaue zu 99. 2 von 99. Es ist Nacho Ferri. Nacho Ferri, tatsächlich einer meiner, also einer Spieler, den ich sehr, sehr feiere. Weil ich halt auch viele Jugendspiele der Eintracht gucke, so 17, 19. Und ihn halt schon lange kenne. Nacho Ferri, Julia. Rookie-Karte zu 99. Sehr, sehr nice. Damit haben wir 4 unserer nummerierten Parallels bekommen. Und ja, die letzten 3 Päckchen sind am Start. Ich packe mal die Box zur Seite. Und ja, falls ihr auch Bock auf die Karten habt, der Link, erste Link der Videobeschreibung, bringt euch natürlich zum Panini-Shop, panini.de. Und da könnt ihr euch selber Boxen holen. Und die, besonders diese Premium-Boxen kann ich eigentlich sehr empfehlen. Ich hoffe, ich habe das nicht zu früh gesagt. Mal schauen, was wir hier drin bekommen. Wie gesagt, es fehlen noch 2 Autogramme, die hoffentlich 2 richtige Banger sind. Und ich... Oh, ich glaube, da ist auch schon unser erstes Autogramm. Ich glaube, wir haben ein Dual-Autogramm. Ich glaube, wir haben so eine horizontale Dual-Autogramm, was, ja, Potenzial hat. Es war ja zu rot. Ich weiß nicht, rot heißt wahrscheinlich, dass die
zu 75 sind. Das wäre natürlich, ja, beziehungsweise zu 49, glaube ich, die Duels. Aber ja, mal gucken. Und, ah, da haben wir unser nächste Insight. Ich habe doch gewartet, aber, ja. Zu 49, 19 von 49, Elias Skiri, auch der eine ordentliche erste Saison bei der Eintracht gespielt gehabt. Ein paar Phasen gehabt, wo er richtig stark war, ein paar Spiele gehabt, ein bisschen ein paar auch Aussätze hatte. Aber insgesamt auf jeden Fall, besonders auch ablösefrei, ein sehr starker Transfer gewesen im letzten Sommer. Und nochmal ein paar Basekarten. So, jetzt nochmal ein Pack. Da sollte jetzt noch ein Autogramm drin sein, hoffentlich ein Inset. Autogramm von der Herrenmannschaft und ja, mal schauen, wer es ist. Hoffentlich eine One of One, wobei ich sehe was Rotes. Deutsch Goalkeeper. Und es ist Dina Johannes zu 25, 12 und 25 Autogramm, Rookie Autogramm. Dina Johannes, die gerade ihr, ja, Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert hat. Auf jeden Fall auch eine sehr starke Torhüterin bei der Eintracht, die Nummer 1 und Stammkeeperin und wie gesagt jetzt auch in der Nationalmannschaft. Schon länger, glaube ich, dabei, aber jetzt auch ihr erstes Spiel gemacht. Sehr, sehr nice. Wie gesagt, Inside-Autogramm, sehr nice, dass wir eins bekommen haben. Auch wenn es leider zu 25 ist, nicht keine One-of-One oder so, aber ja, so. Ein paar Basekarten. So, damit haben wir jetzt zwei Frauenautogramme bekommen. Zwei Rookies. Und mal schauen, wen wir hier bekommen haben. Ich hoffe auf was Gutes. So, hier nochmal Tuta. Elias Baum. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wen es alles als Duel gibt. Einen haben wir ja gezogen mit, glaube ich, es gab zwar Kalajdzic und Mamouche. Das ist, glaube ich, auch schon einer der besten gewesen. So, schauen wir uns erstmal die anderen an. Nochmal Larsson, Rookies, ist schon mal gut. So, da war auch Kalajdzic. Und jetzt bin ich gespannt. Ich mache mal so. Dual-Autogramm. Es ist rot, deswegen glaube ich zu 49. Dual-Autographs. Und es ist Elias Skiri und Mario Götze. Das ist definitiv eins, was ich gerne nehme. Und dann die 15 von 49, auch noch die, ja, Jersey Number von Elias Skiri, sehr, sehr nices Dual-Autogramm. Und ja, da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Mario Götze, der Weltmeister. Elias Skiri, also die beiden, ja, Mittelfeld-Motoren. Sehr, sehr nice. Und dann beenden wir dieses Video noch mit einem Banger. Sehr, 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 sehr geil. Damit habe ich hier einmal Skiri schon beim Triple-Auto gehabt. Und dann nochmal beim Duel mit Mario Götze. Also, sehr, sehr geile Karten. Und ja, bin ich sehr, sehr happy mit. Also, als kleiner Recap, unsere 5 Parallels. Leider keine One-of-One. Ich warte weiterhin auf eine One-of-One. Vielleicht können wir es ja irgendwie irgendwann schaffen. Skiri zu 49 ist die tatsächlich, weil es ein Insert ist. Dann Nacho und Kräve bald zu 99. Dann auch zu 49. Hugo Larsson und Knauf zu 125. Also was schon mal sehr positiv ist, wir haben nur eine zu 125 bekommen, sonst alles viel niedriger nummeriert. Also schon mal sehr gut. Dann auch das erste Autogramm, auch zu 49 gewesen, Rookie-Auto von Jella Veit. Dann, wie gesagt, Stina Johannes, deutsche Nationaltorhüterin zu 25, Rookie-Auto definitiv solide und dann natürlich die beste Karte. Ja, sind immer diese Dual- und Triple-Autos, das sind die geilen. Leider nur zu 49 in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich will es einfach so oft erwähnen und irgendwann kommt dann die One-of-One hoffentlich. Aber Skiri und Götze, sehr, sehr geiles Autogramm, bin ich sehr happy. Ich glaube sogar, ich bin mir, wie gesagt, ich habe die Checklist nicht komplett im Kopf, aber mit Mamouche und Kalajdzic und jetzt auch Skiri und Götze haben wir, glaube ich, sogar mit die beiden besten Dual-Autogramme bekommen. Wobei, ich glaube, die Dual-Autogramme sind alle eigentlich ziemlich stark. Und ja, bin sehr happy davon. Wenn ihr, wie gesagt, auch so eine Premium-Box öffnen wollt, ich lege euch die Premium-Boxen sehr ans Herz. Sind auch nicht günstig, muss ich auch sagen, viel Geld, aber die machen schon sehr Spaß. Ihr habt viele Päckchen, viele nummerierte und wie gesagt, was ich zumindest bisher gesehen habe, auch immer ein Dual- oder Triple-Auto drin und die sind einfach geisteskrank.
Sehr, sehr geil. Für Eintracht-Fans auf jeden Fall ein Muss, würde ich sagen, diese Sammlung. Und ja, wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr von den Base-Autogrammen zu 125, wenn ihr da welche habt, die ich noch nicht habe, meldet euch gerne @BuddiesUnited auch bei Instagram. Da bin ich sehr, sehr interessiert dran. Und ansonsten auch alle möglichen Karten, die ihr sonst vielleicht von der Serie habt und so weiter. Das war's von mir. Vielen Dank an Panini für das Ermöglichen dieses Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei BuddiesUnited. Ciao, ciao.